Jemand hat gesagt, hat mir neulich erzählt, na, da ist ja jetzt so ein Arbeitskreis gegründet worden, die machen jetzt da so ein bisschen was und dann wird das Haus wieder aufgebaut. So, hier mache ich ein ganz klares Statement. Dieses Haus, ich habe darauf keinen Einfluss, ich bin nicht der Besitzer sitzt irgendwo in Deutschland. Dieses Haus hat keine Zukunft. Machen wir uns nichts vor. Das mag man bedauern, aber man sollte den Realitäten ins Auge sehen. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Die eine sagt, oh, dieses tolle Haus, ja, das sollte man doch erhalten. Die andere Seele sagt, das neue Zeit wird sich befreien müssen von dem einen oder anderen, was Symbole der Vergangenheit sind. Ich bin jemand, der in diesem Haus geboren wurde, 1936. Dann haben wir gesagt, dieses Haus, der größere Teil des Lebens dieses Hauses ist die Zeit, in der es ein Haus des Volkes war, nämlich von 1945 bis 1990, bis zur Wende. Da ist so viel passiert, wissen Sie, und es ist bei uns auch schon einiges Tolle angekommen. Aber, wir sagen dazu, noch nicht genug. Und jeder sagt mir, nur wissen Sie, ich war in dem Haus, ich habe da geheiratet, ich habe da die Jugendweihe gemacht. Ich bin da im Park spazieren gegangen. Ich habe da im Restaurant, haben wir groß gefeiert. Wir haben da geschwurft. Und dann sage ich, und dann müsst ihr uns das doch erzählen. Na ja, andere haben doch auch ihre Honigschnecken da kennengelernt. Und das ist doch nichts Besonderes. Das haben wir doch alle miteinander gemacht. Und das ist der Punkt, weswegen ich heute mit Ihnen hier sitze und Sie bitten möchte, mir uns dabei zu unterstützen, dass genau dieses Hemmnis, jeder denkt, nur das war doch was ganz Normales in der DDR-Zeit, dass man dahin ging. Ich bin jetzt 3 Tage am Stück in Zeitz. In dieser Zeit haben mich 5 Menschen angesprochen und haben gesagt, Sie müssen mich besuchen. Ich habe Ihnen viel zu erzählen. Eine Menge, was wir zu lösen haben, wo wir zu Leuten hingehen. Aber genauso viele Leute wollen wir bewegen, dass sie zu uns kommen, zum Stadtarchiv. Dies ist ein Stück Zeitzer Geschichte und bevor das verschwindet, wollen wir es festhalten für alle Zeiten. Stadtarchiv. Wir wollen die Geschichte festhalten. Und wie macht man das? Man macht das mit einer Ausstellung, da die aber zeitlich begrenzt ist, wird es daraus dann irgendetwas geben, was der Zeitzer mit nach Hause nehmen kann. Denn wir wollen eine Mischung aus erzählten Geschichten und dokumentierten Geschichten haben. Und deswegen brauchen wir Sie, ausgerechnet Sie brauchen wir als Hilfe bei dem, was wir können. Ich glaube, hinterher sind wir alle so begeistert, wenn wir da ordentlich Material zusammenkriegen. Aber wir brauchen Sie. Sie auch. Solche Sachen hier. Der gemopste Krug, Streichhölzer, haben wir auch schon gesehen, Bierdeckel, Aschenbecher, Gläser und andere Dinge, die Sie vielleicht, weil Sie sich so anboten, anlässlich Ihres Besuches leihweise mitgenommen haben. Selbstverständlich, es ist alles verjährt, keine Angst haben. Also wir haben uns das so vorgestellt, am Tag der offenen Tür, am 22. November, wird er stattfinden, werden wir zum einen diese Ausstellung mit den 20 Ausstellungstafeln, so ähnlich wie Sie das jetzt hier sehen, direkt zu unserem Projekt, zum Weltfrieden zeigen. Dann werden wir alle Räumlichkeiten, die wir sonst für anderweitige Ausstellungen zum Tag der offenen Tür nutzen, werden wir nur für den Weltfrieden diesmal freihalten und alles das präsentieren, was die Zeitzer Bürger uns übergeben haben. Also wir haben wunderschöne Sachen bekommen, hier zum Beispiel von Herrn Sorat, diesen Bierkrug, den hat er uns nicht nur geliehen für diese Aktion, sondern den hat er uns auch geschenkt. Mein Gott, das war unser Zeit. Und lass uns stolz sein auf diese Stadt, die dieses alles hervorgebracht hat. Und der Weltenlauf der Geschichte ist nun einmal so. Und ich sage, das Leben ist eine Acht und ich sage es bei jeder Gelegenheit, beim Vortrag, weil es meine Lebensphilosophie ist. Und natürlich, irgendwann geht es in der Acht auch mal nach unten, aber es geht ebenso automatisch. Und das ist ein Naturgesetz. Wieder nach oben. Das Einzige, was ich nicht sagen kann. Wann? Aber
dass es wieder irgendwann nach oben geht. Das ist sicher. Auf dem Wege dahin, auf dem Wege zur großen Zukunft, bitte ich Sie alle, alle, die Sie dieses hier sehen, bitte helfen Sie dem Stadtarchiv, helfen Sie uns Arbeitskreis, helfen Sie uns Zeitzahn, ich bin geborener Zeitzahn, helfen Sie den Zeitzahn, ein Stück Ihrer Geschichte zu konservieren. Vielen Dank.